Ich würde heute mit dir mal ein bisschen über das Thema ja, Vibration, Energie sprechen in Bezug auf Beziehungen, auf Menschen. Und zwar mal ein kleiner, vielleicht ein bisschen anderer Blick auf Trennung, also ne, Trennung von Menschen einfach, wenn Beziehungen sich auseinanderentwickeln oder auch Ghosting, ganz klassisch, kann man das schon heute sagen, klassisches Ghosting. Ich weiß nicht, ob du schon mal geghostet wurdest oder schon mal jemanden geghostet hast. Also ich war definitiv in meinem Leben sicher schon auf beiden Seiten. Und ja, dieses Thema einfach, wenn Menschen oder zum Beispiel nicht antworten und so weiter, einfach mal ein bisschen anders zu beleuchten. Denn natürlich sind da ganz, ganz oft in den Beziehungen Erwartungen daran oder wir haben Erwartungen daran, wie die anderen Menschen sich zu verhalten haben, wie wir gerne hätten, dass sie unsere Wünsche erfüllen. Richtig? Wir möchten, dass sie dann da sind, wenn wir gerne hätten, dass sie da sind. Wir möchten, dass sie antworten, so wie es unseren eigenen Values, unseren eigenen Werten, unserem Standard entspricht. Und dass sie uns Feedback geben, dass sie uns Bestätigung geben und so weiter. Das wünschen wir uns alles. Und so sehr wir auch versuchen, immer wieder irgendwie möglichst bedingungslos zu lieben und unseren eigenen Tank zu füllen und da vielleicht sehr reflektiert zu sein, so ist keiner von uns davon natürlich völlig befreit. Und ein eigenes Bewusstsein darüber, was sind denn meine Standards und was ist mir wichtig und gleichzeitig auch das eine Balance zu finden, das kommunizieren zu können, aber dann auch wieder freizulassen, denn niemand ist verantwortlich, unsere Standards zu erfüllen und jeder hat seine eigenen und seine eigene Geschichte und wir wissen überhaupt nicht, was ist das bei dem anderen, warum ist die Person, wie sie ist, was ist ihr wichtig. Das nochmal einfach als Erinnerung, so ein Hintergrund, ne, wenn wir gerne ja festhalten wollen, so man muss sich so und so verhalten, man muss doch wenigstens antworten, man muss doch wenigstens und so, da sind so viele Müssens und das sind einfach sehr, sehr individuelle, natürlich absolut subjektive, selbst kreierte Glaubenssätze darüber, wie man sich verhalten muss. Worte, die in mir immer sehr viel auslösen, wenn Menschen so sprechen, mit Mann und muss. Weil Mann muss erstmal schon mal gar nichts, meiner Meinung nach. Und alles, was in diese Richtung geht, sind vor allem Glaubenssätze. Und die sind sehr, ja, eben selbst kreiert. Und das aufgrund auch von unserer Geschichte natürlich, was wir erlebt haben, Gesellschaft. Einfach alles, was uns geframed, uns gebildet hat. Und natürlich sind wir davon nicht befreit und natürlich ist es da, wir sind Menschen, es ist natürlich auch völlig normal, dass es dann auch wehtut, wenn wir merken, hey, die Person verhält sich nicht so und ich projiziere darauf, dass ich abgelehnt bin. Zum Beispiel, wenn mir jemand nicht mehr antwortet und mich sozusagen ghostet, mich rausschmeißt aus dem Leben und das nicht mal kommuniziert oder so. Und das nicht mal alleine, das ich gerade gesagt habe, ist nicht mal, zeigt euch schon oder sagt euch gerade schon was, wenn ihr aufmerksam zuhört, und bewusst seid über den Prozess auch, der vielleicht, oder offen dafür seid oder einfach neugierig dafür seid, was ich so zwischen den Zeilen verrate, konntet ihr jetzt gerade daraus hören, ah, interessant, da ist zum Beispiel wahrscheinlich ein Glaubenssatz, und das meine ich immer gar nicht, ne? Glaubenssatz ist für mich nicht so, da ist ein Glaubenssatz, der muss weg, sondern was glaube ich über mich und die Welt, was ist mein Standard, den konntet ihr da gerade raushören, weil ich gesagt habe, nicht mal. Noch nicht mal kommuniziert. Das heißt, okay, anscheinend, daraus können wir schon lesen, für Andrea ist es zumindest wichtig, Kommunikation, das ist ihr wichtig. Das heißt, selbst wenn sie verschwindet oder jemanden aus ihrem Leben vielleicht ne, sich verabschieden möchte, wahrscheinlich wird sie dann in irgendeiner Form kommunizieren oder sie wünscht sich das. Das heißt, ihr Triggerpoint ist dann wahrscheinlich, wenn nicht kommuniziert wird, weil ihr Kommunikation Sicherheit gibt. In meinem Fall ist das so zum Beispiel. Und das definitiv ein Glaubenssatz, der sagt, naja, aber man kann ja wenigstens sagen oder ich wünsche mir das. Was ja auch okay ist, zu sagen, hey, ich wünsche mir das, aber ob der andere es erfüllt oder nicht, liegt natürlich in einer anderen Person, das ist ihre Freiheit. Aber, also dazu so viel schon mal zu meinem persönlichen Standard da jetzt zum Beispiel auch in Beziehung. Gleichzeitig den anderen freilassen, immer ganz, ganz wichtig. Und das Ganze einfach auch mal von einer anderen Perspektive sehen. Das ist nämlich etwas, was mir persönlich sehr hilft. Und Liebeskummer oder Abschied von Menschen, freiwillig oder unfreiwilliger Natur, kann sehr, sehr herausfordernd sein und emotional einfach sehr, sehr schwer auch zu ertragen, weil wir darauf projizieren, dass wir abgelehnt werden. Natürlich, es trifft oft unsere tiefsten inneren Wunde, wenn es dann noch mit einem Partner oder einem potenziellen Partner ist, trifft es oft auch noch genau diese Eltern, ne? Diese Vaterwunde zum Beispiel, so ich werde abgelehnt, ich bin nicht gewollt, trifft vielleicht so ein Urschmerz von diesem Thema, wenn ich dann geghostet werde von einem Typen oder so oder jemand nicht mit mir kommuniziert und Kommunikation etwas ist, worüber ich Sicherheit gewinne, weil das ist, was ich gelernt habe, irgendwie wie ich navigiere im Leben und wie ich Informationen sammle und dann daraufhin mein Verhalten anpassen kann und mir das
somit ne, so eine Form von Kontrolle und Sicherheit gibt. All diese Dinge, wenn die dann, die werden natürlich aufgewühlt in solchen Momenten, in Trennung, in Menschen verschwinden einfach quasi aus dem Leben und wir dürfen uns verabschieden von uns und sie verhalten sich nicht so, wie wir es gern hätten. Und wir können all diese auf dieser mentalen Ebene sein, auf dieser emotionalen von man sollte das tun und das und so weiter und es ist doch falsch und warum meldet die Person sich nicht zurück? Ich will doch das oder wir haben doch gesagt, wir machen das jetzt und wir passen doch so gut zusammen. So, und was hat es mit mir zu tun? Vielleicht sogar persönlich nehmen, dass die Person sich trennt oder so. Was heißt vielleicht sogar, sondern es persönlich zu nehmen. Und vielleicht dürfen wir auch den Gedanken immer mehr einladen, dass das gerade einfach nicht in Alignment, im Einklang ist mit uns, was in dieser Beziehung möglich ist. Dass wir einfach gerade energetisch kein Match sind. Und das bedeutet, dass wenn ich einfach nicht fühle, dir zu antworten, oder wenn ich aus dem Leben verschwinde, jemand anders, ne? wenn wir einander ghosten, wenn wir einander länger nicht antworten, wenn wir uns die ganze Zeit nicht treffen, obwohl natürlich Prioritäten, wenn irgendwas, keine Ahnung, ein Unfall geschieht, so, dann sind wir plötzlich da, dann kann ich sofort ins Krankenhaus fahren, aber ansonsten bin ich es vielleicht nicht und wir verpassen uns immer wieder und wollen uns treffen. Oder ich trenne mich, obwohl in meinem Kopf alles sagt, hey, das passt doch und es war doch wunderschön. Dann sind wir vielleicht gerade in diesem Moment energetisch kein Match. Wir sind in diesem Moment vielleicht einfach gerade energetisch völlig woanders unterwegs. Und das bedeutet nicht, dass wir nicht wieder zusammenkommen können. Aber wenn du gerade du bist gerade hier voll high-flying, in Inspiration, du bist total am Kreieren und in der Fülle. Und die andere Person, die ist vielleicht gerade so richtig mit sich selbst beschäftigt und fühlt ganz, ganz viel Angst und ist einfach in einer ganz anderen Energie, dann kann das sein. Wir können uns trotzdem treffen, aber dass wir uns eben nicht in der Mitte beide treffen, sondern dass wir aneinander quasi, aneinander vorbei treffen gerade und wir kein Match sind und deswegen gerade einfach nicht diesen Weg weitergehen zusammen. Und das, wie gesagt, muss nicht bedeuten, dass wir den Weg weitergehen, aber ganz, ganz, dass wir den nicht auch wieder zusammengehen können und dass wir nicht im nächsten Moment wieder ein Match sind. Und damit meine ich überhaupt nicht, dass wir zum Beispiel vermeiden müssen, mit jemandem zusammen zu sein, der hat low energy jetzt oder irgendwie schlechte Energie. Überhaupt nicht, völliger Bullshit. Aber einfach daran zu denken, dass das nicht nur mit mentalen Gründen zu tun hat, wie wir uns verhalten, sondern eben auch mit Energie und manchmal auch ganz viel Sinn macht. Manchmal sogar richtig gut für uns sein kann, denn weißt du, wenn du gerade hier total in Inspiration bist, du veränderst dich, machst ganz viel persönliche Weiterentwicklungssachen und bist auf so einem Selbstfindungstrip gerade, der sich richtig gut vielleicht auch anfühlt und entdeckst ganz viel und diese Person, mit der du zusammen bist und du, irgendwie matcht das gerade einfach nicht mehr energetisch. Dann kann da noch so viel auch Wunderschönes sein, aber dann ist es vielleicht auch gerade ganz gut, wenn da mal eine Pause ist. Wenn da gerade nicht so viel gesprochen wird. Vielleicht müssen wir nicht die ganze Zeit den anderen Menschen um uns herum haben. Vielleicht müssen wir auch diese Beziehung gerade nicht haben, weil wir für uns gerade etwas anderes wichtig ist und wir ansonsten vielleicht auch unsere Energie, das, was uns eigentlich vielleicht sogar richtig gut tut und gerade gefällt, nach unten schrauben würden. Also uns anpassen würden, damit wir wieder ein Match sind. Und in Wahrheit wollen wir das vielleicht gar nicht, weil unsere Seele Bock drauf hat, irgendwie noch mehr zu sich zu entwickeln und zu lernen. Und dann ist es vielleicht viel cooler, auch mal eine Pause zu haben, sich nicht zu sehen, vielleicht dann wieder zusammenzukommen, ohne dafür die eigene Frequenz irgendwie ja, niedriger werden zu lassen, ohne sich anpassen zu müssen aneinander, sondern jeder darf durch seinen eigenen Prozess gehen und ohne dass wir das erzwingen müssen. Und es wird ganz natürlich sein. Es ist so wie, so it's vibrating in or out of your life. So, wir müssen gar nicht so viel drüber nachdenken, ob passt das jetzt oder nicht oder warum. Es ist ja offensichtlich, wenn wir uns die ganze Zeit verpassen. So, die Frequenzen machen das, also es geschieht von alleine. Das Einzige, was wir zum Problem werden lassen, ist, dass unser Kopf meint, das sollte nicht so sein. Unser Kopf sagt, er muss sich doch melden, wir müssen uns doch treffen, ich will diesen Partner, ich will, dass wir zusammen sind. Aber energetisch gesehen ist es einfach dann kein Match und das geschieht ganz automatisch. Das ist keine Entscheidung, die wir treffen müssen, sondern wenn wir energetisch gerade kein Match sind, dann geschieht das automatisch. Dass die Dinge in unser Leben kommen und gehen. Das heißt, wir müssen gar nicht immer so viel drüber nachdenken und Entscheidungen treffen, ob es der Job ist, der Typ, die Freundin, was auch immer, was mache ich damit? So, wie geht's weiter? Ich weiß nicht, soll ich oder nicht?
Wenn du dich um deine Frequenz kümmerst, wenn du dein Alignment, deinen Einklang mit dir selbst, die Dinge tust, die dir gut tun, wenn du für dich gut sorgst, dann ist all das andere eine logische Konsequenz, dass das von alleine sich formt und bewegt energetisch, so wie es gerade ein Match mit dir ist. Und wenn dir wichtiger ist, dass du dich gut fühlst, dass du gut für dich sorgst und von innen nach außen die Realität kreierst, die sich wirklich gut anfühlt, dass du glücklich bist, dann kümmere dich nicht um das Außen, was für Entscheidungen es da zu treffen gilt, wer in dein Leben passt, wer nicht. Kümmere dich nicht so sehr darum, sondern kümmere dich um dich selbst, darum, deine Energie so zu halten, wie es dir gut tut, wie es sich gut anfühlt, also die Dinge zu tun, die dir Freude bereiten, die dich erfüllen, die einfach, ja, die einfach deinem Herzen, deiner Seele gut tun. Und alles andere wird automatisch geschehen, wenn du es denn lässt. Denn deine Resistenz dagegen, die Meinung, dass das falsch wäre, dass Dinge anders sein müssten, das Festhalten von, der müsste sich doch melden, aber es passt doch so gut zwischen uns, das wird wieder vor allem dein Glück schmälern. Und das ist das Einzige, wo es dann hakt und wo es dann, wo du diese, diesen Konflikt auch spürst, weil es fühlt sich ja nicht gut an. Es fühlt sich ja nicht gut an, von jemandem etwas zu wollen oder etwas zu wollen, was offensichtlich einfach gerade nicht ist. Und demnach kann ich dir von Herzen empfehlen, da offen zu sein und darauf zu vertrauen, dass okay, wenn das für mich ist, dann wird es wieder in mein Leben vibrieren sozusagen, wenn es ein Match ist. Und wie geil ist das denn? Das bedeutet, du kümmerst dich energetisch um dich, in diesem coolen State zu sein, in der Selbstfürsorge ist, Selbstliebe, für dich zu sorgen, dass es dir gut geht, die Dinge tun, die dir Freude machen. Und diese Person, um wen es auch immer geht, dann zu treffen, während sie vielleicht auch dazu in Match ist, weil sie auch die Dinge tut, die ihr gut tun. Aber vielleicht erst einmal war es wichtig, das getrennt zu tun und dann sich dort zu treffen. Oh mein Gott, wie viel schöner ist das denn? Als diese Energie von, ich brauche dich, ich muss das hier erzwingen, auch wenn es eigentlich gerade gar nicht fließt, aber wir müssen jetzt reden, wir müssen uns sehen, wir müssen zusammen sein. Das braucht es gar nicht. Es braucht von uns nicht diesen Druck, wir müssen das nicht kontrollieren. Alles, was für uns wichtig ist, ist, dass wir uns um uns selbst kümmern in erster Linie. Darum, dass es uns gut geht und dann loslassen von der Idee, wie alles im Außen aussehen muss und stattdessen darauf vertrauen, dass unsere Realität, dass wir sie so energetisch von innen nach außen kreieren und alles andere die logische Konsequenz ist und ganz natürlich geschieht. Was es von uns braucht, ist, dass wir es zulassen.